Hallo meine Lieben und so, willkommen zu Secrets of Green Dare mit Kane. Hallo. Weil deine lieben Monster? Ja, meine lieben Monster, nicht deine. Mm-mm. Du hast gar nichts dafür, ne? Nee. Kane kennt das Spiel schon und daher wird Kane mir das auch erklären, wie es geht. Genau. Denn ich habe keine Ahnung. Wird zwar sowieso erklärt, aber ich tue einfach mal so, als ob nur ich kenne, wie es geht. Ist egal, du bist der Einzige. Gut. Genau jetzt sind natürlich mein kleiner Bruder und sein Kollege im Flur. Ich hoffe, man hört die gar nicht. Also ich höre nichts. Alles gut. Schon. Was? Achso, ich dachte, ich stehe in dir. Ups. Dad, good morning, Sport. Your friend just came by. Gibt's das in Englisch? Gibt's das auch in Deutsch? Nee, ne? Theoretisch, aber nicht wirklich. Theoretisch, aber nicht wirklich. Ja, keine zu 100% korrekte Übersetzung. Achso. Press set to progress. I hope you slept well. It's a big day today. The day you will become a collector. I remember taking you to your first exam when you could barely walk. I've been talking to you, watch the exams every year since. But this year you're both finally old enough to enter as contenders. Krass, ich verstehe kein Wort. Du könntest theoretisch wirklich die deutsche Übersetzung machen. Nee, wie mach ich das? Mal runterladen, ne? Nein, dann kannst du nochmal dingsen, aufhören sozusagen, auf eine Aufnahme nochmal stoppen und du kannst ja mal auf gut Glück sozusagen die deutsche Übersetzung nehmen. Nee, ich lasse das jetzt einfach so. Everyone in our family has passed the exam placing first, so I'm expecting a lot from you, son. Also ich krieg das wahrscheinlich schon auf Kette. Gut. Ah, just kidding, I actually placed third. Alles klar. Hab mich angelogen, scheiß heute. Don't worry, I'm sure you will do great. You'd better go get your things together, but first, let me take a selfie. Das hat sich jeder bei dieser Stelle gedacht. 30 years ago, I went down this very same road to take that very same test. That day, your grandfather gave me a little something to help me along the way. Pokémon. And today, I pass my most prized possession on to you, my boy. This magic bag has been within our family for generations. Was ist das hier? Items placed inside it will have no weight and take up no room until you take them out again. Krass. Krasse Tasche. Ja, ich glaube, das ist die Tasche von der Mine. Ja, vielleicht im Real Life auch haben. But that's not the best thing about it, son. Ask her. It's not just some bag. It's a dear friend of our family. Wurde der verzaubert? Take good care of it. You got a magic bag. It keeps track of all sorts of things for you. While pressing escape, now we'll skip the cutscenes. Pressing escape when walking around will bring to the menu. Use the menu to manage your equipment. Read up on quests or change settings. Note that in multiplayer, the menu will not pause the game. Doch. Ja. Ja, weil ich mal wieder eingehackt hast. Alles klar. Ich kann das Internet pausieren. Look, at the time you better go gather your things. Your shield is in the storage cave. And didn't Jonathan borrow your sword a while ago? New quest, road to the city. Finally, you're old enough to become a collector. Not just everyone can join. Thorf and so very year. Du stehst ja wahrscheinlich nur rum, ne? Ich stehe nur rum, ja. Alles klar. Du siehst gar nicht, was passiert, oder? Na, also, ja doch, ich hätte es gesehen, aber ich hab's übersprungen. Achso. Pillar Mountains, Evergrind City, before leaving your... Wir müssen nur in die Stadt gehen, ist alles easy. Dann könnt ihr alles rumlaufen. Moment, also muss ich rumlaufen? Ja. Das Spiel gibt's übrigens auch zu gewinnen, denn die Entwickler haben mir zwei Keys geschickt. Bis jetzt hat man zwar noch nicht so viel gesehen, so eine Story, aber... Ja, es ist ja neu, es ist ein RPG, bei dem es nicht um normale Klassen geht. Schlaf ich hier? Du? Ja, du schläfst hier eigentlich. Eigentlich mit mir. Weil wir eigentlich in-game ein Paar sind, aber... Achso. Gut. Seit wann gab's... Eigentlich sind wir Schwestern oder so, also... Schwestern? Ich bin ein Kerl, guck mich an, ich hab einen Zopf, ich bin ein Kerl. Ich muss sagen, die Frisur. Mir ist übrigens aufgefallen, dass deine Frisur in echt gleich ist, die Soccer von Avatar. Das ist gut möglich, ja. Okay, komm. Okay, Moment. Das ist die erste Stadt hier, Startington. Der Name ist sehr kreativ gewählt. Wie heißt die? Star City? Nee, Startington. Startington, alles klar. Und hier ist es so, wenn man hier zu dem Tipp hier unten geht, kannst du auch mit dem reden. Mit dem Tipp. Das Z drückt. Mal dieses Z und X. Haven't you forgotten something, young boy? You can't hold this mountain without something to fend off the beast with. Oh, wir müssen Dagi-Liebe kämpfen. Genau. Where you think so? Should I know you're still young? Aber ich soll auch mit der Stimme. Aber so redet der bestimmt. Ja, eindeutig. Take a walk around. Kids these days. Ja, das ist eine Anspielung. Heutzutage ist eine Anspielung aufs Eltern mal wieder, dass man erst ein Schild und Schwert braucht. Kann man auch die Hühner hier hochheben und wegwerfen? Und mit dem Nee. Hey, komm, mal, hier. Ich kann nicht durchs hohe Gras laufen. Es geht nicht. Ohne Pokémon. Ja. Wir müssen jetzt erstmal ein Schwert suchen. Was gibt's hier bei dieser letzten Karte? Der ist gerade hustet. Aber ja, ich finde die Animation, diese Pixel-Animation sehr cool. Ja, aber irgendwie sieht der aus wie eine Frau. Ja. I had a great time until my mom stole this from me. I bet you give it back to you. Okay. Die gibt uns das Schwert hier. Die alte Fotze. Seine Mutter hat ihm das Schwert geklaut und gibt es einem wildfremden Typen. Ja. Ist geil, oder? Ist geil. The sword? Oh, that's right. Guck mal, das Fass an. Ich sehe nur, wie du da oben in der Ecke stehst. Ja, ich kann mich da leider nicht hier. Congratulations, you got a sword back. Yeah. You can swing it around with a Z-Button. Pew, pew. Kannst du natürlich umstellen, aber das ist irgendwie unnötig. Okay, was hast du? Ich hab das auf. Und das Schild rechts daneben auf dieser Taste, das mal die zwei Tasten bewegen auf, oder? Genau. Das soll ich vielleicht auch noch machen. Ja, aber das ist ja jetzt eigentlich. Ja, also dann gewöhnt sich dran. Das mache ich nach der Aufnahme, dann zocken wahrscheinlich doch noch eine Runde, ne? Ja, können wir machen. Wird auf jeden Fall noch viel cooler. Es gibt sehr kreative Bosskämpfe. Okay, geh ich mal raus. Sehr viele Quests sammeln. Ach, ganz normales RPG. Man kann zaubern, alles mögliche. Wir sind gar nicht aneinander gebunden. Das heißt, du kannst machen, was du willst und ich kann machen, was ich will. Ja, größtenteils. Also, du kannst jetzt beispielsweise in das Haus gehen hier und ich kann in ein anderes Haus gehen.
Aber um das Gebiet zu wechseln, muss man immer zu zweit sein. Okay. Und hier oben. Ist das geil, wenn ich einen Hund schlage, werde ich getötet? Nee. Okay. Und hier oben, Spoilerino, gibt's hier das Schild, damit wir nicht lang suchen müssen hier. Alles klar. Da, um da reinzugehen. Get by your friends, ja. Und hier bei diesem Schild, wenn du hingehst. Und steht da auch, boah, du kannst mit einem Schwert eine Kiste zerstören. Boah, krass. Und hier geht das Schild drin. Ja. Da, da, da. Du sollst alles überspringen, diese ganze Schrift ist eigentlich voll egal. Du drückst einfach X. Alles klar. Und dann machst du das Schild. So, mal testen. X. Weil eigentlich ist es ja bei der amerikanischen Tastatur ja genau daneben. Also das ist eigentlich Y, ja, und X, ja, aber es ist halt ein bisschen fail, aber egal. Und diese ganzen Sachen sind Ressourcen, ja, zu craften, diese Sachen, die man einsammelt. Warte mal kurz, da muss ich tatsächlich noch kurz, das Game. Da muss ich gerade tatsächlich nochmal wirklich in die Dingens rein. Ist egal, kannst du ja gleich den Leuten zeigen, wie das funktioniert. Damit die Person, die das gewinnt, vielleicht weiß, wie man es umstellt. Wo kann ich denn hier? Ich kann das gar nicht umstellen. Dann kann man das vermutlich nur im Hauptmenü. Ja, komm, dann spiele ich jetzt damit, wenn ich schon kann. Okay, komm, ja, das sind zwar weit auseinander, aber wenn ich... ich bin rausgetappt, so. Bist du drin im Game? Nimm's immer noch auf, alles gut? Nee. Okay. Ja, wir sind schon bei 8 Minuten, wir sollten vielleicht mal anfangen, irgendwie was ordentliches zu machen. Haben wir ja erstmal allerdings. Ich sag ja, das ist ja storylastig, ne? Jetzt haben wir einen Stock bekommen. Hm? Das ist eine Zweihandwaffe, du kannst halt auswählen, ob du eine Einhandwaffe nimmst oder Zweihandwaffe. Ja, okay. Where are the other players? Ja. Press Tab, dann kann ich zu dem wechseln. Der macht ja plus 10 Angriff, aber dafür kann ich den Schild wahrscheinlich nicht benutzen, oder? Doch, aber du schlägst halt langsam, wenn du... Das ja, siehst du ja bei mir. Okay. Aber ich nehm trotzdem immer den Travel down the mountains. Ja, okay, Moment, dann... Wo guck ich das jetzt hier? Das kann ich doch hier, und dann Gear und Weapon. Und dann kann ich da drauf drücken und dann Equip Item. Und dann das auswählen. Equipped, alles klar. Du könntest theoretisch auch. Ja? Die Story einfach in doppelter Geschwindigkeit oder so, oder in 150er Geschwindigkeit. Machen. Dann ist es nicht so langweilig. So sagen. Ja, komm. Also ich würde es cool finden, vor allem wenn deine Stimme dann so lustig ist. Aber hey. Oh, da kam Kacke aus meinem Hintern. Genau. Puh. Ah ne, Buh. Yeah, that's right. I am talking back. Whoop-de-doo. Look, kid, I know your old man says. Hey, das war gar nicht mein alter Mann. Den habe ich nicht gekauft. But let's see the record straight right away. Okay. Will der jetzt für mich looten oder was? Es wäre so lustig, wenn dir hier immer so ein Beutel hinterher rennt, der dann für dich lootet. Also Kurzfassung, der sagt eigentlich nur, dass er halt die Sachen einsammelt und da kann man was kaputt machen. Da kann man durch, ich weiß es, mit Bomben. Hier kann man sich übrigens mal teleportieren. Aber okay. Das kennen wir noch nicht. Travel down the mountains. Hier sind dann die ersten Gegner hier. Dann kann man das Slimes üben. Slimes, wie Klischee. Ja, Slimes gibt's einfach überall. In jedem Scheiß-RPG gibt's Slimes. Kennst du Spiral Knights? Nee, was ist das? Das ist auch ein nettes RPG, aber das ist... Da hat er wohl gerade angreifen. So, das ist nicht so Pixel-Style, das ist... Nee, hier kennen wir noch nicht lang. Das ist ein sehr schönes eigentlich. Das ist ein sehr schönes MMO. Okay. Aber ganz anders gehalten. Das heißt, du musst so ein Dungeon und dann kannst du da ein paar Rätsel lösen und sowas. Kiste! Ich sollte das gleich mal zeigen. Ja, die öffne ich. Ich bin nicht der Host. Ich sollte das gleich mal zeigen vielleicht, wenn du Lust hast. Ja, kannst du machen. Ja, jetzt haben wir eine... Nee, der ist kacke. Jetzt haben wir sozusagen einen Zauberstab bekommen, sozusagen, dass unsere Magieangriffe stärker sind. Okay. Ja, ein Apfel! Ja, Level up! Ja! Krass. Jetzt kannst du, wenn du Escape gehst, dann kannst du in dein Skill-Menü gehen. Ja. Und die Stöcke, die braucht man für Craften oder sowas? Ja. Okay. Oder auch einfach zum Verkaufen. Also wenn ich jetzt Escape und dann... Dann gehst du auf den Tropfen da mit dem Plus da. Also auf den Stein da, was auch immer. Ja. Dann gehst du dann drauf und dann kannst du auswählen, ob du einen. Also da unten siehst du bei deinen Punkten einen blauen Edelstein und einen rosanen. Ja. Und die blaue sind für die Skills da und die rosanen sind für die Talents da. Mhm, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Womit spielst du da am meisten? Also ich manchmal spiele ich bei Magic bei Ice Magic den ganz rechten. Das ist so ein kleiner Kumpel, der hilft dir mit. Kämpfen. Okay. Dann kannst du selbst. Also gibt's auch Kettenblitz und Ice Nova. Ja, der Feuertyp. Da kannst du natürlich auch machen. Flamethrower. Ja, aber der ist nicht so geil. Nee? Nee. Oh, jetzt habe ich das Ganze weggedrückt. Ich muss mich doch daran gewöhnen, dass ich das mit X wegmache. Mhm. Ich gehe einfach mal auf Ice Nova, dann können wir verschiedene Sachen zeigen. Mhm. Und bei Talents gehe ich einfach mal auf irgendwas, ist ja scheißegal. So, Melee? Also ich habe wirklich nur ein Dingens und das muss ich auf Melee, Magic oder Support setzen. Genau. Also ich bin Melee, dann mache ich Piercing, der Blade Flurry. Was gibt's denn? Step enemies in front of you with a series of light. Also du musst halt, das ist halt einhändig oder zweihändig steht, oder? Okay, ja, also je nachdem. One-handed, ich sehe es gerade. Also ich habe einen Zweihänder gerade, ne? Ja, also solltest du. Da gibt's so eine Wirbelattacke. Ja, die sehe ich gerade. Und Upgrade. Und wie mache ich die? Okay. Equip Skill. Ja, die wurde automatisch beim ersten Quickslot. Alles klar, die ist jetzt auf C. Also kannst du auch umlegen. Ja. Auf C ist die, ne? Dann probier mal aus. Genau. Ah, stark. Und hier habe ich so eine Eis, also buff. Wie oft dann sind die langsamer. Oh, links oben machst du deine Energie, deine Mana, okay. Energie, was auch immer. Ja. Und wenn man, du kannst auch den Zauber halten, dann ist er ein bisschen stärker. Okay. Gut, ich soll dann kannst du so da mit rumlaufen. Oh, guck mal, hast du vielleicht irgendwas zum so einen Dünger für die Bohnenpflanze? Nee, habe ich noch nicht.
Es gibt auch sehr viel in dem Spiel, also das Spiel ist noch nicht fertig, sollte man auf jeden Fall dazu sagen. Ja, ist eine Beta. So ungefähr die Hälfte der Story existiert schon und das ist so ungefähr eine Spielzeit von 4-6 Stunden. Ja, aber wenn man, 100% machen, wenn man 100% hat, machen will, dann sind es auf jeden Fall so 20 Stunden. Level up, alles klar. Auf jeden Fall. Wir sind schon bei 13 Minuten, ich würde sagen, das war jetzt so Grunddingens. Mhm. Ich habe gar nicht gesagt, wie also es kommt auf jeden Fall noch sehr viel Cooles dazu. Also man hat jetzt noch nicht mal ansatzweise etwas sozusagen von diesem Spiel gesehen. Erst die Magie und den Boss kämpfen und alles. Also man kann wir können jetzt vielleicht was so aufnehmen im Nachhinein, das lade ich dann immer hoch. Ja, also wenn wir noch einen zweiten Part machen, sieht man auf jeden Fall den ersten Bosskampf. Ja. Das ist nice. Ja. Ich weiß noch gar nicht, wie man das gewinnt. Fällt dir was ein? Weiß ich nicht, vielleicht einfach einen Kommentar schreiben, ganz klassisch, warum man das Spiel gewinnen will und dann machst du nicht Zufall, sondern machst einfach, wer einfach den kreativsten Kommentar schreibt, warum er das gewinnen will. Alles klar, hört auf Kane, schaut bei ihm vorbei und wir smashen hier noch ein paar Rabbits und ja. Dann würde ich sagen, war's das mit Secrets of Green Day für heute, wahrscheinlich wird es die Tage noch ein Part geben, mit oder ohne Kane, ich werde es wahrscheinlich auch mal alleine spielen, aber danke fürs dabei sein. Jo. Ich esse erstmal eine Nudelsuppe. Bis denn. Tschüss. Tschüss.